Wir alle sagen, dass wir im Frieden leben wollen. Doch der Frieden bleibt immer nur ein Wunsch, wenn wir lediglich über ihn nachdenken, gleichzeitig jedoch einander hassen, uns gegenseitig beschuldigen und uns leicht spalten lassen. Im 21. Jahrhundert kann nachhaltiger Frieden nur als Weltfrieden stattfinden. Skeptiker werden einwenden, dass dies eine utopische und ganz und gar idealistische Vorstellung ist und somit nicht umsetzbar erscheint. Wir hingegen sagen, dass diese Vorstellung zwar nicht leicht umsetzbar, jedoch unser einziger Weg aus der endgültigen Zerstörung der Menschheit ist. Doch wie können wir diesen Weltfrieden erreichen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der berühmte Maler, Akademiker und Philosoph Nikolai Röhrig. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schlug er eine Formel vor: Frieden durch Kultur. Aus ihr ergibt sich, dass der Schlüssel zum Weltfrieden in der Kultur zu finden ist. Und was versteht Nikolai Röhrig unter Kultur? Er bezeichnet die Kultur als die Synthese des wirksamen Guten, der Stätte der Aufklärung und der schöpferischen Schönheit. So ist die Kultur nach Röhrig der wichtigste Bereich des menschlichen Tuns. Er besteht aus der Dreifaltigkeit von Ethik, Wissen und Kunst. In der Ethik werden Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Handelns im Hinblick auf das Wissen über das Dasein begründet. Durch das Wissen versucht der Mensch, das Dasein zu begreifen. In der Kunst werden Gesetzmäßigkeiten der Harmonie des Daseins sowie der Sinngehalt der Schönheit für den Menschen erkundet. In dieser Dreifaltigkeit der Kultur wird der Mensch zum bewussten Erforscher und Gestalter seiner selbst und seiner Umgebung. Er ist nicht mehr ein ahnungsloser Zerstörer. Die Kultur lässt also den Menschen über die instinktiven Bedürfnisse seines endlichen Lebens hinauswachsen und sich als ein Teil des unendlichen kosmischen Daseins wahrnehmen. Diese vielseitige Frage nach dem Sinn des Lebens wird durch Musik, Philosophie, Kunst, Literatur und Wissenschaft angegangen. Ihre schönsten und nachhaltigsten Ideen kristallisieren sich in der Kultur aller Völker und bilden somit eine Weltkultur der Menschheit. Überall auf der Welt werden literarische Werke der Schwestern Brontë und Schillers gelesen, die Lehren von Plato und Konfuzius studiert, Musik von Tschaikowski und Bach gehört, italienische und chinesische Malerei bewundert. Alle diese Meisterleistungen der Weltkultur regen uns nicht nur zum Nachdenken an, vielmehr inspirieren sie unsere eigene Kreativität und befruchten neue Ideen. Mit anderen Worten, es entstehen neue Ideen durch kulturellen Kontakt einzelner Völker, was wiederum der Weiterentwicklung der ganzen Menschheit einen notwendigen Impuls gibt. Und so propagierte Nikolai Röhrig bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass alle Kulturgüter, materielle und nichtmaterielle, bedingungslos geschützt werden müssen. Für den bedingungslosen und umfassenden Schutz der Kulturgüter wurde der erste internationale Vertrag speziell für den Schutz von Kunst- und Wissenschaftsanstalten sowie historischer Denkmäler erarbeitet. Dieses Abkommen erhielt den Namen Röhrig-Pakt. Der Vertrag wurde am 15. April 1935 in Washington unterschrieben und ist bis heute ein gültiges Dokument. Auch entwarf Nikolai Röhrig für den weltweiten Schutz der Kultur das Banner des Friedens. Drei amarantfarbene Kreise umschlossen von einem gleichfarbigen Ring. Nikolai Röhrig schreibt über die Symbolik des Friedensbanners. Es hat sich herausgestellt, dass das Zeichen der Dreieinigkeit weltweit verbreitet ist. Aus diesem Grunde wurde für das alles vereinende Banner das Zeichen erwählt, das durch mehrere Jahrhunderte, durch Jahrtausende gegangen ist. Dabei wurde das Zeichen überall nicht nur als eine ornamentale Verzierung, sondern mit einer besonderen Bedeutung verwendet. Würde man alle Spuren dieses Zeichens sammeln, so würde es sich vielleicht sogar als das am meisten verbreitete und älteste Symbol der Menschheit erweisen. Niemand kann behaupten, dass dieses Zeichen nur zu einem einzigen Glauben gehört oder auf einer einzigen Folklore basiert. So findet sich dieses Zeichen im Osten und im Westen, im Himmelstempel in China, im tibetischen Symbol der drei Schätze, auf dem Gemälde von Hans Memling, auf der Straßburger Madonna,
auf dem Wappen der Tempelritter und so weiter. Die geografische und historische Verbreitung dieses Symbols weist also auf eine gemeinsame Quelle der kulturellen Bestrebungen aller Völker hin. Das Friedensbanner erinnert uns daran, dass wir alle, einzelne Menschen und einzelne Völker, ein Teil der globalen Kultur der Menschheit sind. Lassen Sie uns also in der Weltkultur unter dem Friedensbanner vereinen. Lassen Sie uns noch mehr Raum für die Kultur schaffen. Eine Kultur, die uns gestalten und nicht zerstören lässt. Eine Kultur, die uns verbindet und nicht spaltet.